Konsequenzen zu ziehen. Das war eine historische Aufgabe und sie ist gelungen. Eine Versöhnung zwischen Franzosen und Deutschen. Es war ein großer Engländer, Winston Churchill, der im September 1946 sagte, ihr Franzosen, ihr Deutschen, begrabt eure Erbfeindschaft, führt Europa zusammen. Und wenige Tage vorher hat in Stuttgart der amerikanische Außenminister Burns einen Plan verkündet, der später Marshallplan hieß, wo er sagte, Europa soll seine Zukunft gemeinsam gestalten und Amerika wird dabei helfen. Das war eine weitsichtige Politik, eine Gestaltungsaufgabe, die Europa nicht mit Undank beantwortet hat. So konnten wir am Ende auch die Gemeinschaft, die transatlantische Gemeinschaft begründen. Und nun entstand nach dem Fall der Mauer, nach dem Zerfall der Sowjetunion, die Frage, was geschieht jetzt? Wir hatten eine bipolare Weltordnung. Auf der einen Seite Washington mit seinen freiwilligen Verbündeten, auf der anderen Seite Moskau mit seinen Zwangsverbündeten in Mittel- und Südosteuropa. Und nun ist Moskau plötzlich nicht mehr die große Macht. Entsteht jetzt eine unipolare Weltordnung, fokussiert und dominiert aus Washington? Oder entsteht nicht vielmehr eine multipolare Weltordnung mit anderen Kraftzentren, die zusätzlich ihren Platz in dieser neuen Weltordnung einnehmen wollen? Der zweite Bush als Präsident ging davon aus, es sei eine unipolare. Die Geschichte gibt längst eine andere Antwort. Bill Clinton, der nach meiner Überzeugung vielfach unterschätzte amerikanische Präsident, hat vor, glaube ich, 6 Jahren in einer Rede gesagt, wir, die Amerikaner, sind heute die stärkste Nation der Welt. Und wir sollten diese Stärke nutzen, um eine Weltordnung zu schaffen, in der wir uns als Amerikaner auch dann noch wohlfühlen können, wenn wir nicht mehr die stärkste Nation in dieser Welt sind. Meine Damen und Herren, wir könnten diesem Tag näher sein, als mancher erwartet. Und deshalb gibt es diese Gestaltungsaufgabe. Und hier hat Europa eine Mission, nämlich zu zeigen, dass man aus der Geschichte lernen kann und dass es möglich ist, althergebrachte Gegensätze zu überwinden und sich zu neuem zusammenzufinden. Wer werden die Global Player der nächsten Jahrzehnte auf dieser Welt sein? Natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Natürlich Russland bei allen Schwächen, die es derzeit zeigt. Aber natürlich auch das erfolgreichste Land der Welt, China. Die größte Demokratie der Welt, als Clinton am Schluss seiner Amtszeit im Parlament in Delhi sprach, sagte er, wir, die beiden größten Demokratien dieser Welt, und da sprach er als Vertreter der zweitgrößten. Natürlich große Staaten in Lateinamerika, aber ist es das? Sind das die Global Player? Was ist mit Österreich? Was ist mit Deutschland? Was mit Portugal? Mit Polen? Ich denke, dass die Global Player der Zukunft auf der einen Seite diese großen Staaten sind und auf der anderen Seite regionale Zusammenschlüsse wie unsere Europäische Union. Wir als Europäische Union sind die am stärksten integrierte Gemeinschaft souveräner Staaten. Wir sind die am weitesten entwickelte Region dieser Welt. Aber andere folgen uns. Die wirtschaftlich stärksten Länder Lateinamerikas haben sich im Mercosur zusammengeschlossen. In Südostasien ist der ASEAN-Verband großer Staaten und kleiner, ähnlich wie bei uns. Singapur auf der einen Seite, Indonesien, Malaysia auf der anderen Seite, Vietnam, die Philippinen, Brunei. Natürlich eine ganz andere Struktur, schon deshalb, weil keiner davon der Nachbar des anderen ist, aber alle weit auseinander liegen, gemeinsame Interessen in der Region haben. So werden wir eine
Weltgemeinschaft erleben mit großen Akteuren. Und wenn ich von groß sage, rede, ist das nicht nur gemeint mit vielen Anwohnern, sondern auch von starken Akteuren. Und das wiederum ist nicht in erster Linie militärisch gemeint, sondern die Zukunft wird entschieden werden durch die wissenschaftliche Fähigkeit einer Region oder eines großen Landes, durch die Fähigkeiten seiner Bürgerinnen und Bürger, durch die wirtschaftliche Entwicklung, durch die politische und soziale Stabilität. Das sind die Kraftzentren der Zukunft. Und diese Kraftzentren stehen vor der Frage, wie sie sich ihre Weltordnung vorstellen. Wir haben im Grunde drei Optionen. Die eine ist die Chaos-Option. Das heißt, wir lassen die Dinge laufen, wie sie gehen. Und was das Ende sein wird, kann man sich vorstellen. Das andere ist die Vorherrschaftsoption. Die Vorstellung, dass ein Land so stark ist, dass es die Regeln für alle anderen setzt. Meine Damen und Herren, das Modell ist in Europa wiederholt versucht und niemals zum Ergebnis gekommen. Das war die Ursache der europäischen Bruderkriege. Wer ist der Stärkste? Wer bestimmt das Schicksal Europas? Oder aber die Kooperationsoption. Die Kooperationsoption, wie wir sie so erfolgreich zeigen in der Zusammenarbeit innerhalb unserer Europäischen Union, wie sie aber auch interregional stattfinden kann, ist die Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und Europa auf der anderen Seite, also an beiden Seiten des Atlantiks, hat die Aufgabe zu zeigen, dass nach Ende des Kalten Krieges der Atlantik nicht breiter geworden ist, dass uns weiter gemeinsame Interessen verbinden. Und ich hoffe, dass die Kräfte in den USA sich durchsetzen werden, die auf Kooperation und nicht auf Dominierung setzen. Kooperationsoption ist die einzige Chance, die die Menschheit hat. Und diese Kooperationsoption muss sich über die Regeln unseres Zusammenlebens verständigen. Hier ist mit Recht schon von Ihnen, Herr Landeshauptmann, darauf hingewiesen worden, dass eine Regelsetzung erforderlich ist. Ludwig Erhard hat es in seiner oft einfachen, aber deshalb auch so eingängigen Sprache ausgedrückt. Er hat gesagt, der Staat schafft die Regeln, die Rahmenbedingungen für das wirtschaftliche Geschehen. Aber mitspielen darf er nicht, sondern er ist der Schiedsrichter, der den Regelverstoß ahndet. Und wenn er von den Regeln sprach, dann meinte er diese Wirtschaftsordnung als eine Wirtschaftsordnung der Verantwortung. Unser Grundgesetz definiert unseren Staat als freiheitlichen Rechtsstaat, aber auch als einen sozialen Rechtsstaat. Und deshalb sprach er aus guten Gründen von der sozialen Marktwirtschaft. Ein Wirtschaftsmodell, das nicht nur uns Deutschen, sondern hier in Europa sehr viel Stabilität geschaffen hat. Und Maria mag sich von Ihnen erinnern, was wir auch in Zeitungen großen Wirtschaftszeitungen und auch in Wirtschaftszeitungen anderer großer Zeitungen lesen konnten, als vor einigen Jahren noch gelächelt wurde über den rheinischen Kapitalismus. Und man sagte, die wirkliche Dynamik der Zukunft liege in der wirtschaftlichen Entwicklung, wie sie in den USA da ist. Heute wissen wir, was das Ergebnis ist. Heute wissen wir, dass diese Regelsetzung das Entscheidende ist. Viele haben geglaubt, dass sozusagen oberhalb der nationalen Souveränitäten Regeln nicht mehr notwendig sind. Das sei das Prinzip der Globalisierung, dass sich dort alles in einer Art rechtsfreien Raum entwickelt. Und das hat dazu geführt, dass wir Regellosigkeit hatten für die Finanzmärkte. Das lernen wir jetzt, was an Kooperation notwendig ist. Und wir haben lernen müssen, dass es notwendig ist, dass wir dabei die ganze Welt im Auge haben. In der Mitte der 70er Jahre hatten der damalige französische Präsident Giscard d'Estaing und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl die Vorstellung, es müsse möglich sein, zu einer Kooperation der stärksten Wirtschaftsmächte dieser Welt zu kommen, um gemeinsame